Ja, herzlich willkommen hier beim ILA-Talk. Mein Name ist Sigrid Limbeck-Strohmeier und wir stellen heute die Ausbildung zum integral-systemischen Coach in Reform vor. Und mein Kollege Peter Klein ist hier mit im Talk dabei, wird gleich noch was zu sich sagen. Ich bin hier die Leiterin des Balance-Instituts und mache mit Peter jetzt schon seit 15 Jahren, Peter, gell, sind es diese Ausbildung hier in Nürnberg gemeinsam. Vielleicht sagst du auch noch mal kurz was zu dir. Ja, ich bin mit dieser Ausbildung auf Reisen gegangen. Wir bieten die schon seit vielen Jahren in Wien an. Später sind auch, ist die Schweiz dazu gekommen. Also da ist es mal in Zürich, mal in Bern. Und hier bin ich jetzt gerade eben in Graz, wo wir auch einzelne Module dieser Ausbildung anbieten, haben jetzt mittlerweile ungefähr 500 Menschen im Lehrsystem innerer Form ausgebildet mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Und heute geht es eben um den integralsystemischen Coach innerer Form. Und unsere Kernmethodik ist die Aufstellungsarbeit. Und die Aufstellungsarbeit ist eine Möglichkeit, Systemdynamiken sichtbar zu machen. Und als erstes möchte ich ein paar Sätze sagen zum Thema Systemkrisen, weil wir befinden uns ja gerade zu dieser Zeit, wo wir dieses Video aufnehmen, in einer Systemkrise, Corona, Gesundheit, Demokratie, Wirtschaftskrise, also viele Schlagworte geistern da im Moment durch die Gegend. Und was uns eben aufgefallen ist, ist, dass solche Systemkrisen Menschen sehr oft in ihren persönlichen Themen nochmal berühren, die aus der Familie kommen, ohne dass ihnen das bewusst ist. Da wird auch Sigrid gleich ein bisschen mehr dazu sagen. Und insofern wird uns das auch nochmal in unserem ersten Baustein der Ausbildung beschäftigen mit der Überschrift Familiendynamiken, obwohl wir uns ja dann auch mit Systemkrisen etwas übergeordnet noch befassen werden. Und worum es auch geht in diesem Blog, das sind die Ziele. Wir sind ja in unserer westlichen Welt gewöhnt, uns Ziele zu setzen und die dann auch entsprechend zu planen, zu kontrollieren, zu erreichen. Im Moment erleben wir eine Phase, wo sich die Ziele permanent wieder verändern und permanent angepasst werden müssen, weil die Situation wieder eine andere ist. Und mit Zielen beschäftigen wir uns natürlich auch in einem östlichen Kontext. Also im Buddhismus gibt es so diesen Satz, der Weg entsteht beim Gehen. Und wir haben in unserer Arbeit noch die Möglichkeit kreiert, unsere Ziele aufzustellen. Also wir bieten den Teilnehmern im ersten Block der Ausbildung auch an, sich und ihr Ziel einmal aufzustellen, um mal zu schauen, hat es eine gute Energie, gibt es eine Angst, gibt es einen Widerstand, weil es geht natürlich immer auch um die persönliche Entwicklung und es geht um die Transformation. Und so bringen wir diese unterschiedlichen Felder, östlicher Ansatz, westlicher Ansatz, systemische Betrachtungsweisen mit einem Ansatz, der sich integral nennt, interdisziplinär zusammen. Aber jetzt, Sigrid, bevor ich zu fachlich werde, wie hängen denn aktuelle Systemkrisen mit dem Familiensystem zusammen? Ja, eine ganz grundsätzliche Frage ist, wir leben ja in einem, wir sind in ein System hineingeboren, in ein Familiensystem, aber auch in ein gesellschaftliches System. Und eine Familie kann sich nicht unabhängig von der Gesellschaft betrachten. Das wird immer auch eine Wechselwirkung zu diesem Feld der Gesellschaft haben. So eine Kultur, wie die Menschen denken, was gerade die Wertevorstellungen sind und so weiter. Und im Moment ist ja sehr stark das Thema Angst im Vordergrund. Daniel Ganzer beschreibt die drei Grundängste, im Moment in den Systemkrisen mit Wirtschaft, Angst, also vor dem wirtschaftlichen Ruin, Angst vor dem Demokratieverlust und Angst um die eigene Gesundheit, gerade jetzt, also an Covid zu erkranken oder dass das Immunsystem nicht stark genug ist oder an der Isolation und den Umgang mit der Situation zu erkranken. Und das hat natürlich Rückwirkungen auf uns selbst und die Frage, die sich dann stellt, wenn vom Außen Themen bei uns getriggert werden, dann
Kann ich entweder Kraft aus dem Familiensystem schöpfen? Das würde ich so als Rückenwind bezeichnen. Oder es können sich Verstrickungen aus dem Familiensystem zeigen, die mich dann in einer äußeren Krisensituation noch zusätzlich schwächen. Und genau mit diesem Thema befassen wir uns in Familienaufstellungen, dass wir schauen, wenn da Verstrickungen sind, wie zum Beispiel, dass Angst, ein Fremdgefühl in der Familie schon seit Generationen bekannt ist, weil vielleicht die Großmutter geflüchtet ist und große Angst auf der Flucht hatte um ihr Leben, um ihre Familie und so weiter. Und diese Angst kann dann auch wieder heute aktiviert werden, wenn man sich Nachrichten anschaut, die Ängste erzeugen. Und was wir machen, wir wandeln dann in einer Familienaufstellung dieses Fremdgefühl, das eigentlich zu der Person jetzt gar nicht gehört, sondern eigentlich eher das Gefühl der Oma ist, aus den Generationen zurück. Wir verwandeln das wieder oder unterscheiden zwischen der eigenen Angst und der Angst aus dem System. Und von daher wird man wieder handlungsfähiger. Also die Klienten beschreiben das manchmal wie etwas, was sich so über einen stülpt, wie so ein Käfig, ja, der dann gar nicht, aus dem man gar nicht rauskommt, wie ein Film. Und die Intention unserer Arbeit ist immer eine Deidentifikation. Das heißt, wir bekommen Abstand zu dem Thema Angst, können die Angst klar wahrnehmen, aber uns auch wieder klar entscheiden und für unsere Sicherheit sorgen. Das wäre zum Beispiel das Thema Angst im Familiensystem. Ein anderes sehr aktuelles Thema ist die Gesundheit in aller Munde zurzeit. Es gibt ja Krankheiten, die über Generationen schon im Familiensystem da sind und die dann auch in uns selbst in Krisensituationen aktiviert werden können, eine gewisse Empfindlichkeit da ist, wie zum Beispiel Asthma, das war bei mir in der Familie so, da ging das über mehrere Generationen und über eine Familienaufstellung habe ich praktisch das Thema geklärt und mich von meinem allergischen Asthma befreit. Und das letzte Thema, Demokratie, die Angst vor dem Abbau der Demokratie, das sind ja auch Dinge, die unsere Vorfahren schon erlebt haben. Die haben ja die Hitlerzeit erlebt, die haben ja erlebt, wie sie in Krieg geschickt wurden und sich auch blenden haben lassen von der Kriegspropaganda. Auch das macht uns heute vielleicht wieder anfällig, zu schnell Autoritäten zu glauben. Diese alten Muster sitzen in uns ganz sicher noch fest. Und da geht es darum, Demokratie lebt von Selbstverantwortung. Und das heißt, je verantwortungsbewusster jeder Einzelne mit seinen Entscheidungen umgeht, umso besser wird eine Demokratie funktionieren. Ja, Peter, wir stehen auf den Schultern von Generationen. Das heißt, dass die Person, die wir heute sind, die hat schon eine lange Geschichte. Ja? Wir sehen sie nicht immer so und sie ist uns nicht immer so bewusst, aber wenn wir mal so ein Genogramm aufzeichnen, wie wir das in der ersten Peer Group machen, dann sehen wir plötzlich ganz viele Potenziale aus unserem Familiensystem versammelt, aber auch vielleicht die eine oder andere Verstrickung, das eine oder andere Thema, das uns noch bindet und in unserer Energie festhält, sozusagen Konstrukte, die verhindern, dass wir im Fluss sind und wirklich gut mit der aktuellen Situation umgehen. Da sind ja auch manchmal ganz heftige Dynamiken am Werken.
Ja, also wir unterrichten so die systemischen Dynamiken aus dem Familiensystem. Da geht es um so Themen wie, gibt es sowas wie Ordnungen, gibt es sowas wie ein Gegenwartssystem, eine Herkunftsfamilie, wie findet Ausgleich in Systemen statt? Und etwas ganz Wesentliches, was bei Familienaufstellung ganz am Anfang eine Rolle spielt, das ist so die Frage der Zugehörigkeit. Habe ich in einem System einen Platz? Und das ist also tatsächlich etwas, was man mit der Aufstellungsforschung herausgefunden hat, dass solche Ausschlussdynamiken, wenn jemand die Zugehörigkeit verweigert wird, dass sich das oft dann über Generationen hinweg wiederholt und dann oft einer der Ahnen etwas wiederholt, was in einer früheren Generation schon mal passiert ist. Also vielleicht mal ein Beispiel aus der ganz naheliegenden Familie. Wenn jetzt eine Mutter kommt und sagt, ich bin alleinerziehende Mutter und ich habe einen Sohn und der ist aggressiv und fällt irgendwie in der Schule auf, weil er sich immer so mit so Autoritätspersonen anlegt. Das ist jetzt also kein fiktives Beispiel, das ist wirklich eine Klientin gewesen, die bei uns beim Aufstellen war. Und dann haben wir gefragt, was ist denn mit dem Vater? Und die Antwort ging so in die Richtung, den Vater, den braucht man nicht. Der zahlt keine Alimente, der ist nicht da. Und wir als Systemiker hatten dann schon im Hinterkopf, wenn jetzt der Sohn so rebelliert und vielleicht hat es ja was damit zu tun, dass man den Vater sozusagen in diesem System negiert. Ja, und dann kommt der Sohn in so eine Position und manchmal sagt man das dann womöglich sogar, jetzt bist du der Mann im Haus, der Vater ist weg, jetzt bist du der Mann im Haus, jetzt soll dann der 12-Jährige der Mann im Haus sein mit allen Verantwortlichkeiten. Und wenn der dann noch sagt, jawohl, ich bin der Mann im Haus, jetzt baue ich mich mal so ein bisschen auf, jetzt mache ich mich so ein bisschen groß, das klassische Krankheitssymptom, was irgendwann mal dazu passen würde, das wären dann die Rückenschmerzen, weil das ist einfach eine totale Belastung und Überlastung. So, das heißt also, in dieser Aufstellung ging es darum, den Vater einen Platz zu geben, dass der Sohn auch einen guten Kontakt haben darf zu seinem Vater. Und da muss die Mutter natürlich ihre ganze Wut und was es da so gegeben hat mit dem Vater verarbeiten. Aber wir suchen dann eben nach Lösungen, die dann sozusagen in diesem Beispiel jetzt nicht auf dem Rücken im wahrsten Sinne des Wortes der Kinder ausgetragen werden. Und genauso kann es bei der Zugehörigkeit aber auch darum gehen, dass ein Großvater im Krieg gestorben ist. Es kann darum gehen, dass die Oma eine große Liebe im Krieg verloren hat und in diesem System dann eine Angst ist vor der großen Liebe, denn die große Liebe könnte ja zu viel Unglück und zu viel Leid führen. Und jetzt ist wieder die spannende Frage, wie komme ich denn auf sowas? Also wie finde ich denn heraus, ob wenn jetzt jemand ein Problem hat in seinem Leben, eine Blockade, eine Angst und irgendwo nicht vorankommt, ob es dabei um so eine Verletzung eines systemischen Prinzips gehen könnte. Und dazu schauen wir uns diese Prinzipien einmal theoretisch an, in Verbindung mit Genogramm, mit dem Stammbaum, mit einer Theorie. Wir schauen uns das in Aufstellungen praktisch an. Wir gehen auch mit diesen unterschiedlichen Dynamiken in verschiedene Kontexte. Also zum Beispiel beim Block 3 würden wir uns jetzt mal das Prinzip der Zugehörigkeit in Organisationen anschauen. Also wie wirkt sich das auf ein Betriebsklima, auf eine Zugehörigkeit aus, wenn in einem Unternehmen ganz viele Leute entlassen werden? Natürlich hat das auch da eine Wirkung. Eine andere, aber es hat eine Wirkung. Und was wir schon im ersten Block unterrichten, ist, dass man spüren kann, ob eine Dynamik etwas mit der Herkunftsfamilie zu tun hat. Und da gibt es ein Gefühlsradar, das sind die Primär-, Sekundär- und Fremdgefühle. Und da wird jetzt die Sigrid jetzt ein bisschen was dazu sagen, wie man erkennen kann, habe ich ein aktuelles Problem, was eigentlich mit meiner Sippe zu tun hat. Weil dann kann eine Aufstellungsarbeit da sehr sinnvoll sein und gut weiterhelfen. Ja, manchmal, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, hat man ein Gefühl, das einen sehr stark beutelt und aus dem man nicht herauskommt. Und das nennen wir Fremdgefühl. Das ist wirklich wie ein fremder Käfig, der sich über dich stülpt. Und ich habe das jetzt heute zum Beispiel erlebt bei einer Frau, mit der ich gearbeitet habe, die sehr starke Trauer gespürt hat. Und das war eigentlich keine Erklärung aus ihrer aktuellen Situation für dieses starke Gefühl. Und es hat dazu geführt, diese starke Trauer, die ja
einen auch schwächt und die einen auch isoliert. Ja, man neigt ja zu, sich ja dann auch so zurückzuziehen. Und da haben wir festgestellt, dass da ein Fremdgefühl dahinter steckt, dass das eigentlich die Trauer ihrer Eltern und Großeltern ist. Also schon über Generationen gab es dieses Muster, die Trauer nicht zu zeigen. Und irgendwann ist dann ein Nachfahre dran und nimmt diese ganzen unausgedrückten Gefühle auf und spürt sie. Und das kann zu sehr starken emotionalen Verwerfungen sozusagen kommen. Und dadurch, dass wir feststellen, ist es ein Fremdgefühl oder nicht, hat es mit der gegenwärtigen Situation zu tun. Man kann das also auch wirklich in eine Aufstellung hineinstellen, dieses Gefühl der Trauer zum Beispiel, und in der Aufstellung dann erarbeiten, wo sie eigentlich hingehört. Das ist nämlich ganz interessant. Die Stellvertreterin oder der Stellvertreter für die Trauer, die sucht sich dann ihren Platz, wo sie hingehört. Und das ist eine spannende Geschichte, weil das auch die Menschen entlastet. Okay, das wäre jetzt ein Beispiel. Ein Primärgefühl seht ihr beim Kind. Braucht bloß mal ein Kind beobachten, wenn es eine Eiskugel schlägt. Ja, oder einen Schneemann baut. Das Kind ist total in der Begeisterung, in dem Moment. Das ist nicht in der Vergangenheit, das ist nicht in der Zukunft, sondern das ist einfach beschäftigt mit dem, was im Moment passiert. Und diese Beschäftigung ist mit einem Primärgefühl begleitet, das heißt mit einem ursprünglichen Gefühl. Bloß oft erleben Kinder eben auch, dass ihre spontanen Gefühle, so wie sie sie im Moment ausdrücken, von den Erwachsenen nicht akzeptiert werden. Und dann legen sie sich eine Maske zu, ein sogenanntes Sekundärgefühl. Ja? Also eigentlich möchten sie wütend sein und sie setzen dann so ein Lächeln des braven Kindes auf. Und man spürt dann so die Wut bei manchen Menschen, die noch diese Maske des braven Kindes tragen, sozusagen, spürt man schon förmlich die Wut, wie sie zu den Ohren oder so zwischen den Zähnen rauskommt. Also man spürt, dass diese Freundlichkeit nicht echt ist. Und auch das kann man in einer Aufstellung klären. Woher kommt diese Maske, in welcher Situation hat man die sich zugelegt? Weil sie ist natürlich sehr einschränkend. Ich lebe ja dann nie meine Authentizität. Ich lebe immer in einer Hab-Acht-Stellung, dass mir nichts passiert, eher vergangenheitsorientiert. Und das Ziel unserer Arbeit ist ja, die Menschen mehr in die Gegenwart zu bringen. Und das ist auch der Grund, warum wir uns sehr stark mit Meditation befassen, weil in Aufstellungen geht es ja auch darum, sehr bewusst mit der Situation umzugehen, wahrzunehmen, was gerade ist, ohne nach Möglichkeit zu interpretieren. Im Zen nennen wir das Anfängergeist. Ja, dazu gehört Mut. Wir sind immer gleich mit einem Konzept in Bezug auf die Gegenwart unterwegs, mit Hypothesen, wie etwas laufen könnte, wie etwas zusammenhängen könnte. Und es erfordert viel Mut, erst einmal zu schauen, was überhaupt da ist. Das erfordert auch Verlangsamung, das erfordert innere Form. Das heißt, dass wir uns mehr und mehr nach innen wenden und uns mit dem auseinandersetzen, was wir da wahrnehmen. Das heißt, uns geht es beim Aufstellen und auch beim integralen Systemic-Coach darum, Menschen auszubilden, nicht nur in Methoden, Konzepten, sondern auch in Prozessarbeit an den eigenen Schatten zu arbeiten, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch eine Präsenz aufzubauen.
Es braucht nämlich auch Kraft, um die Energie in einem Feld, in einer Aufstellung, in der es gerade hoch hergeht, zu halten. Und ein Gegenwartsbewusstsein aufzubauen. Und natürlich viel Herz. Ja, Peter, du bist sozusagen unser Reisender, unser Außenminister des Integral Systemic Coach und auch der ILA immer wieder. Magst du dazu mal was sagen? Ja, also wir haben die Ausbildung ja, wie gesagt, nach Österreich gebracht, in die Schweiz gebracht. Im Moment sind wir mit Reisen etwas gebremst. Da leben wir uns jetzt mit Online-Möglichkeiten aus. Das ist manchmal auch sehr spannend. Also wie kann man uns kennenlernen? Normalerweise würde ich jetzt sagen, besucht unsere Homepage oder unser Newsletter oder schreibt uns einfach eine E-Mail. Es gibt Aufstellungen in der Nähe von Zürich, in der Nähe von Bern, Graz, Neusiedlersee, Nürnberg. Im Moment, je nachdem, wann jetzt jemand dieses Video hört, muss man eben sehen, was ist gerade im Moment im Angebot. Also im Moment gibt es viele Online-Buchpräsentationen, jetzt auch wieder in Berlin eine. Aber der Vorteil ist aber der Teilnehmerin dabei. Also das ist so der Fall mit diesen Online-Präsentationen, dass man jetzt eben viel auf diesem Wege eben auch machen kann. Und man kann auch diesen ersten Blog, über den wir gerade eben gesprochen haben, den kann man auch losgelöst buchen. Das nicht ganz zu vergessen, weil es ja manchmal für Menschen auch interessant ist, mal ein Wochenendseminar mal mitgemacht zu haben, um dann so ein Gefühl für die Gruppe und die Trainer und das alles irgendwo auch zu bekommen. Also wenn Fragen bestehen, wir halten euch da gerne auf dem Laufenden. Wir haben ein Sommerkonzept geplant. Also wir starten ganz bewusst im April und schließen auch im September ab, dass wir aus sämtlichen Überlegungen, was dann im Herbst wieder passieren sollte, dass wir da möglichst draußen sind. Wir haben die Möglichkeit, an unseren Seminarorten im Freien zu arbeiten, also möglichst viel am Freien zu machen, in der frischen Luft. Wir haben mittlerweile Konzepte entwickelt, wie man auch bei Aufstellungen gewisse Rituale mit einem gewissen Mindestabstand machen kann. Also wir sind da angepasst auf die aktuelle Situation und haben, glaube ich, damit dann auch wieder die optimale Jahreszeit, weil natürlich vielen Menschen in dieser Phase bewusst geworden ist, dass es auch um eine Entwicklung, um eine Transformation und dass es auch um Lernaufgaben des Bewusstseins geht, um dann einen guten Neustart wieder hinzubekommen. Ja, da habt ihr jetzt schon Eindruck bekommen vom ersten Baustein. Der findet in Nürnberg am 23. April statt. Und weitere Starts in anderen Ländern könnt ihr dann von unserem Kalender entnehmen auf unserer Website von Integral Systemics. Und ich möchte jetzt mit euch zum Abschluss noch eine kleine Übung machen, damit ihr auch mal so die Kraft der Ahnen in euch spürt. Schließt mal einen Moment die Augen. Und zentriert eure Aufmerksamkeit, richtet den Fokus nach innen, atmet in den Bauch. Und jetzt stellt euch eine Person, die euch Kraft gibt aus dem System vor, dass sie hinter euch steht. Vielleicht ist es eine Person aus der Herkunftsfamilie, vielleicht auch weiter, ein Großvater, eine Großmutter oder eine Tante. Stellt euch diese Person hinter euch vor. Vielleicht legt sie sogar die Hand auf deine Schulter. Und du empfindest diese Berührung als stärkend und unterstützend. Sie gibt dir sozusagen Rückenwind, Aufschwung, um deinen eigenen Weg zu gehen. Genieße es noch ein wenig, in Kontakt mit dieser Person zu sein.
wie wohltuend die Unterstützung ist. Egal, ob diese Person noch lebt oder nicht. Sie ist einfach in deinem Feld vorhanden. Und dann mach dich bereit, mit deiner Aufmerksamkeit wieder in den Alltag zurückzukommen. Atme nochmal tief ein und aus, streck dich vielleicht ein wenig. Genau. Ja, das ist so eine kleine Übung, die du immer mal einbauen kannst, wenn du Unterstützung brauchst. Ja? In diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir freuen uns auf eure Fragen und noch viel mehr, euch in unseren Kursen zu sehen. Tschüss, bis bald. Bis bald. Tschüss.